Eine osmanische Bahn, die Truppentransporte in diese Gegend möglich macht, ist ihnen ein Dorn im Auge. Die Schwachstelle der Briten ist die Verletzbarkeit des Suezkanals. Der Suezkanal ist die Verbindung zwischen der zentralen Macht, zwischen England einerseits und dem Juwel der Krone Indien andererseits. Wenn der Suezkanal unterbrochen wird, dann ist das Band, das die beiden zusammenhält, zerschnitten. Seit die Bagdad-Bahn an Meißners Pilgerbahn nach Medina angeschlossen ist, verfolgen die Briten die weiteren Bauarbeiten mit wachsendem Misstrauen. Die Militärführung in London beschließt, die Deutsche Bahn im Orient auszukundschaften und sucht nach Informanten. Dabei stoßen die Militärs auf Gertrude Bell, die Tochter eines der wichtigsten Stahlproduzenten des Empire. Sie ist Archäologin und schon seit Jahren im Orient unterwegs. Ihre Leidenschaft sind die Völker der Wüste und ihre geheimnisvolle Welt. Sie kennt viele Führer von Beduinenstämmen persönlich. Das hat ihr den Beinamen Königin der Wüste eingebracht. Sie war auf der Suche nach einem Grund, nach einem Sinn für ihre Reisen, die sie aus England und seinen gesellschaftlichen Zwängen herausbringen würden. Sie fing an, Informationen zu sammeln, wurde geachtet. Und wenn sie irgendwo in der Wüste zu Gast war, traf sie sich stets mit den einflussreichsten Leuten dort. 1912 macht Gertrude Bell in Aleppo Station. Über ihre Eindrücke in dieser jahrtausendealten Karawanenstadt und über ihre Begegnungen mit Scheichs, Diplomaten und Geschäftsleuten berichtet sie in langen Briefen täglich nach Hause. Wichtige Informationen, die über Gertrudes Vater auch den englischen Nachrichtendienst erreichen. In der Nähe von Aleppo lernt Gertrude Bell August Meißner kennen. She respected him a great deal. Sie empfand Hochachtung für ihn und sie nannte ihn Meißner Pascha. Und weil sie um die zahlreichen Schwierigkeiten wusste, die es in arabischen Ländern gab, wenn man effizient arbeiten wollte, bewunderte sie die Leistung der Deutschen, die es geschafft hatten, diese Bahn und diesen fortschrittlichen Einfluss in den Nahen Osten zu tragen. This modernizing influence throughout the Middle East. August Meißner erzählt ihr von seinem neuen Auftrag. Er soll die Bagdad-Bahn von Aleppo aus nach Osten weiterbauen. Die Trasse soll über Euphrat und Tigris nach Mosul und von dort über Bagdad und Basra an den Persischen Golf führen. Was er nicht ahnt, durch Bells Briefe gelangen diese Informationen auch nach Großbritannien. Östlich von Aleppo ist Beduinenland. Es ist das fruchtbare Schwemmland des Euphrat, das die Menschen hier ernährt. Dieser Fluss stellt die Bahningenieure vor neue Probleme. Bei Karkemisch, heute an der türkisch-syrischen Grenze gelegen, soll die Trasse den Euphrat überqueren. 1911 entsteht hier der Bahnhof und eine der wichtigsten Großbaustellen der Bagdad-Bahn. An der Stelle, an der diese provisorische Holzbrücke errichtet wurde, soll einmal die längste Brückenkonstruktion der gesamten Bahnlinie stehen. Sie muss 850 Meter lang sein, damit die Züge den Fluss auch bei Hochwasser gefahrlos überqueren können.
Genau diesen strategisch wichtigen Ort haben sich die Briten ausgesucht, um die Bagdadbahn auszuspionieren. Nur wenige hundert Meter von der Brückenbaustelle entfernt sind Archäologen mit Ausgrabungen beschäftigt. Offiziell wird die Grabung vom britischen Museum in London geleitet. Aber einige Mitarbeiter spionieren auch für die britische Regierung. Als Archäologen getarnt sammeln die Männer Informationen über die Bauarbeiten an der Bagdadbahn. Unter ihnen ein junger Wissenschaftler, der das Schicksal der Bahn wesentlich mitbestimmen wird: Thomas Edward Lawrence. Lawrence ist eine rätselhafte Persönlichkeit. Er ist jemand, der die Araber und Arabien geliebt hat, aber zugleich war er sich damals nicht schlüssig darüber, ob er berühmt und erfolgreich werden oder ob er seine ganze Persönlichkeit auf seine wissenschaftliche Arbeit gründen wollte. Der Auftrag, die Deutschen auszuspionieren, kommt Lawrence gerade recht. Er stürzt sich mit Begeisterung in dieses Abenteuer. Als er über die bereits fertiggestellte Strecke mit der Bahn nach Konstantinopel reist, sammelt er alle Informationen, die er über das Projekt bekommen kann. In London will man vorbereitet sein, wenn es zu Auseinandersetzungen zwischen dem erstarkenden Deutschen Reich und dem Empire kommen sollte. Bagdad. 1911 wird die Stadt am Tigris zum neuen Planungszentrum für die Bagdadbahn. Am Fluss und an den großen Karawanenrouten gelegen, ist die alte Metropole Mesopotamiens ein wichtiges Handelszentrum. Hier gibt es Märkte, Läden, Werkstätten und vor allem Arbeitskräfte im Überfluss. In einer Seitenstraße richtet Heinrich August Meißner sein neues Büro ein. Dort plant er den Bau der Bahn von Bagdad in Richtung Norden. Um den Transport der Schienen und Lokomotiven aus Deutschland zu erleichtern, lässt er den Hafen am Tigris vergrößern. Von Bagdad aus soll die Bahnlinie über 300 Kilometer am Tigris entlang nach Mosul führen und sich dort mit der von Aleppo kommenden Trasse treffen. Bei der Planung des Streckenverlaufs in der Gegend um Mosul hat Meißner noch eine besondere Aufgabe. Hier liegen reiche Ölfelder. Die soll er für die Deutschen sichern, indem er die Bahn direkt darüber hinwegführt. Das aber stört die Briten. Die Tatsache, dass die Deutschen ihre Bahnlinie über Mosul genau im Zentrum dieser Erdölvorkommen geführt hatten, zeigte ja den Briten an, dass die Deutschen tatsächlich ihren Finger auf die Erdölvorkommen legen würden. Denn sie hatten gleichzeitig ja sich gesichert einen 10 Kilometer breiten Streifen links und rechts von der Bahnlinie, sodass die Erdölvorkommen nun mehr oder weniger den Deutschen zur Ausbeutung freistanden. Briten und Deutsche haben den Wert des Öls als Rohstoff der Zukunft erkannt und tun alles, um die Vorkommen für sich zu erschließen. Meißners Auftrag, die Eisenbahn nach Basra weiterzubauen, verletzt die britischen Interessen. Auf den Ölfeldern unweit des Persischen Golfs stehen bereits die ersten britischen Fördertürme. Eine Pipeline zum Meer ist im Bau. Von hier aus soll das Öl dann mit Tankern nach Großbritannien gelangen. Öl soll der neue Treibstoff für die britische Kriegsflotte werden.
Eine Eisenbahnlinie bis nach Bagdad, die natürlich auch darüber hinaus bis nach Basra führen könnte, muss große strategische Bedenken in Großbritannien geweckt haben. Und zwar wegen seiner Interessen an den Ölreserven der Region. Schon einige Jahre vor dem Krieg haben die Briten Superkampfschiffe mit 15-Zoll-Kanonen entwickelt, die mit Öl angetrieben werden und nicht mehr mit Kohle. Meißners Bauarbeiten in Bagdad kommen gut voran. Bereits 1912 wird am Tigris die erste deutsche Lokomotive in Betrieb genommen. Meißner setzt alles daran, die Strecke so schnell wie möglich zu vollenden. Denn auch er weiß, wie groß die Begehrlichkeiten auf beiden Seiten sind. Es ist immer noch bemerkenswert ungeklärt, wem in dieser Region was gehört. Genau das ist zwischen 1912 und 1914 einer der Gründe, warum es so viele Spannungen darüber gibt, wer hier was unternimmt. Auch Gertrude Bell hält sich in dieser Zeit in Bagdad auf. Sie macht Fotos vom neuen Bahnhof und den Bahnanlagen am Tigris. Gertrude Bell trifft hier ein zweites Mal auf Heinrich August Meißner. In ihren Briefen nach England lässt sie keinen Zweifel daran, dass die Deutschen auf dem besten Wege sind, die Bagdad-Bahn zu vollenden und bis an den Persischen Golf weiterzuführen. Jetzt müssen die Briten handeln. Im März 1914 machen die Briten ein Angebot. Finanzielle Beteiligung am Bau der Bagdadbahn, wenn die Deutschen darauf verzichten, über Bagdad hinaus bis zum Persischen Golf zu bauen. Gleichzeitig aber macht sich eine britische Expedition auf in den Sinai. Im Auftrag des britischen Geheimdienstes soll sie Karten von einem möglichen Aufmarschgebiet anlegen und erste Kontakte zu den Beduinen knüpfen. Leiter der Expedition ist Thomas Edward Lawrence, der die Bahn schon am Euphrat ausspioniert hatte. Die Briten verfolgen eine Doppelstrategie. Sie verhandeln, bereiten sich aber zugleich auf eine mögliche bewaffnete Auseinandersetzung vor. Bagdad im August 1914. Ein Telegrammbote auf dem Weg in das Büro von Heinrich Meißner. Meißner steht kurz vor dem Abschluss einer deutsch-britischen Vereinbarung über den Bau der Bagdadbahn. Alles steht zum Besten. Aber dann die Nachricht vom Kriegsausbruch in Europa. Das Deutsche Kaiserreich und das Britische Königreich sind nun Kriegsgegner. Den deutschen Ingenieuren droht die Einberufung.